Hi, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Sven Linsen und heute wollen wir uns mal Heimarbeit Hamburg anschauen. Kann man mit dem Zusammenbauen von Kugelschreibern und dem Füllen von Wundertüten wirklich von zu Hause aus Geld verdienen? Oder ist das vielleicht doch nicht ganz so realistisch, wie es auf der Website dargestellt wird? Genau das schauen wir uns heute an. Bleib also unbedingt dran. Viel Spaß beim Video. Vielleicht mal ganz kurz zur Einleitung, was ist überhaupt Heimarbeit? Bei Heimarbeit geht es bekanntlich darum, dass man von zu Hause aus Geld verdient, dass man also Aufträge von verschiedenen Firmen annimmt und für diese von zu Hause aus Aufgaben erledigt und dafür eben pro Stück bezahlt wird. In der Regel geht es dabei um zum Beispiel Kugelschreiber zusammenbauen, Wundertüten füllen, CDs brennen oder all solche Sachen, die man einfach entspannt von zu Hause aus erledigen kann. Häufig findet man im Internet dazu schon verschiedene Artikel, dass das Ganze Betrug sein soll. Das wollen wir uns heute aber mal ganz neutral anschauen. Ich bin nämlich per Zufall auf die Seite Heimarbeit Hamburg gestoßen. Ich habe mir die Seiten mal hier ausgedruckt und wir werfen einfach mal zusammen einen Blick darauf, was auf dieser Seite versprochen wird. Zu Beginn bekommen wir auf der Startseite erstmal eine kleine Einleitung, was ist überhaupt Heimarbeit, und den Punkt darunter fand ich ganz lustig, da steht nämlich, sie haben bestimmt auch eins der folgenden Keyword-Suchbegriffe eingegeben und dann listen sie einfach eine Liste von Suchbegriffen ein, unter denen sie gerne gefunden werden möchten. Also für die sich mit SEO, also mit Suchmaschinenoptimierung nicht auskennen, man muss verschiedene Suchbegriffe in eine Website einbauen, damit man auf Google gefunden wird. Und die haben das einfach ganz dreist hier so zusammengefasst und gesagt, hey, sie haben bestimmt nach diesen Suchbegriffen gesucht, damit sie halt darunter gefunden werden. Finde ich jetzt erstmal nicht so verwerflich, aber ein bisschen speziell würde ich auf jeden Fall nicht so machen. Danach bekommen wir nochmal die Info, man kann das hauptberuflich, nebenberuflich und so weiter machen. Ist ja auch erstmal in Ordnung, wenn das wirklich so stimmt, können wir das auf jeden Fall so hinnehmen. Darunter sehen wir dann die verschiedenen Möglichkeiten, die man nutzen kann, um Heimarbeit zu erledigen. Hier kann man zum Beispiel Kugelschreiber zusammenbauen, Wundertüten füllen, Briefmarkenschaupackungen gestalten oder in Heimarbeit CDs brennen oder kopieren. Wo ich auch nicht weiß, ob das in Heimarbeit überhaupt legal wäre, aber das wissen wir nicht, von daher lassen wir das einfach mal weg. Ich werde von den einzelnen Seiten die Texte, die jetzt noch relevant sind, einfach mal vorlesen. Ihr könnt sie mitlesen hier von der Bildschirmaufnahme. Das ist jetzt für den Moment vielleicht nicht das Spannendste. Merkt euch aber bitte, was hier geschrieben wird, denn das wird im weiteren Teil des Videos auf jeden Fall noch wichtig sein. Wir schauen uns mal an, was hier zum Beispiel bei den Kugelschreibern steht. Kugelschreibermontage ist ein absoluter Klassiker unter den Tätigkeiten, die von Heimarbeitern durchgeführt werden. Das Montieren in Heimarbeit lohnt sich natürlich nicht bei einfachen Plastik- bzw. Werbekugelschreibern. Nur bei besonders hochwertigen und exquisiten Qualitätskugelschreibern wird die Fertigung von Personen in Heimarbeit durchgeführt. Die Heimarbeit-Kugelschreiber zusammenbauen ist eine relativ einfache Arbeit von zu Hause. Es wird lediglich ein Mindestmaß an Fingerfertigkeit und Geschick verlangt. Und das ist so der erste Moment, den ich schon mal nicht so ganz verstehe. Denn sind wir mal ehrlich, so ein Kugelschreiber, den kann jedes Kind zusammenbauen. Das ist keine große Kunst. Vielleicht gibt es noch irgendwelche besonderen Kugelschreiber, die super exquisit sind, die ich nicht kenne. Kann sein. Aber für mich wäre das so der erste Punkt, wo ich sage, braucht man dafür wirklich deutsche Arbeiter, die das machen, ohne damit jetzt sagen zu wollen, dass die Deutschen nur die besten Aufgaben machen und den Rest schieben wir weg. Darum geht's gar nicht. Aber sind wir einfach mal realistisch, solche Aufgaben werden in der Regel nicht hier vor Ort gemacht, sondern entweder von ausländischen Mitarbeitern oder eben von Maschinen oder ähnlichen. Aber solche Aufgaben würde man im Normalfall einfach nicht an normale Mitarbeiter oder eben Heimarbeiter abgeben. Aber das ist jetzt erstmal nur meine Meinung, so auf den ersten Blick. Ein bisschen weiter unten im Text wird einfach nochmal viel Werbung dafür gemacht. Es wird gesagt, hey, wir wollen nur mit Leuten zusammenarbeiten, die wirklich richtig motiviert sind, was zu machen. Nur dann solltest du dich bewerben. Nur dann, wenn du wirklich richtig motiviert bist, wenn du damit Geld verdienen willst. Du musst Spaß daran haben. Und so weiter, diese klassischen Marketingmethoden, die man eben kennt, um den Kunden eben zu committen. Mich haben sie jetzt auf jeden Fall überzeugt, ich möchte Heimarbeiter werden und würde gerne Kugelschreiber zusammenbauen. Deswegen klicken wir bei den Kugelschreibern jetzt einfach mal auf Weiter und schauen uns die nächste Seite an. Als erstes bekommen wir nochmal den Text über den Kugelschreiber, den wir gerade eben schon durch haben, das überspringen wir also erstmal. Hier bekommen wir Gott sei Dank erstmal ein paar Informationen über die Kugelschreiber, sie bestehen in der Regel aus 8 bis 12 Einzelteilen. Wir werden noch darüber informiert, dass ganz exquisite Kugelschreiber sogar teilweise mehrere hundert Euro kosten können. Und dass natürlich auch eine gewisse Fingerfertigkeit bei uns gefragt ist, damit wir den Kugelschreiber nicht zerstören. Und da bin ich wirklich froh, dass ich eine gewisse Fingerfertigkeit habe, damit ich hier keinen Kugelschreiber für mehrere hundert Euro zerstöre. Also Gott sei Dank erfülle ich hier die Voraussetzungen und kann mich im besten Fall sogar gleich heute noch bewerben. Wir sehen jetzt nochmal die vielen verschiedenen Einzelteile von Kugelschreibern und ich bin wirklich beeindruckt, wie so ein Kugelschreiber für mehrere hundert Euro aussieht. Ja, also mal Spaß beiseite, also der Kugelschreiber, den ich habe, den habe ich als gratis Werbegeschenk hier mit Firmennamen und allem drauf bekommen und der sieht
deutlich hochwertiger aus als die Exemplare, die sie hier auf der Website zeigen. Dann bekommen wir nochmal ein paar Informationen mit Verdienstmöglichkeiten und so weiter. Aber wir wollen ja wissen, was wir genau verdienen können und deswegen klicken wir mal weiter auf Gehälter und Einkommen. Und hier kommen wir jetzt wirklich zum interessanten Teil. Laut der Website nämlich können wir mit dem Zusammenbauen von Kugelschreibern, wenn wir denn 1200 Stück pro Monat schaffen, 912 Euro damit verdienen. Und rechnen wir das Ganze mal zusammen. Nehmen wir mal an, für so einen Kugelschreiber zum Zusammenbauen, wenn wir die Einzelteile haben, brauchen wir vielleicht 15-20 Sekunden. Da die Kugelschreiber in dem Beispiel jetzt aber super exquisit sind, rechnen wir dafür einfach mal eine Minute mit ein. Kann es sein, dass man die noch irgendwie aus einer Verpackung holen muss, dass man sie wieder schön zurücklegen muss, dann sagen wir einfach mal hochgerechnet eine Minute zum Zusammenbauen von einem Kugelschreiber. Das bedeutet, wir schaffen ungefähr 60 Stück pro Stunde und brauchen insgesamt für die 1200 Stück 20 Stunden. Wenn wir also die 912 Euro nehmen, das Ganze durch die 20 Stunden teilen, bleiben uns am Ende 45,60 Euro pro Stunde übrig. Und das ist ja eigentlich schon ein sehr, sehr guter Stundenlohn dafür, dass man ein paar Kugelschreiber zusammenbaut. So verdient man also deutlich mehr, als wenn man jeder Tanke arbeitet, wenn man häufig sogar in einem normalen Bürojob arbeitet. Was du jetzt aber nicht vergessen darfst, dass du da in der Regel selbstständig bist. Das heißt, du bist selbstständiger Mitarbeiter dieser Firma, zahlst selber Steuern, meldest selber ein Gewerbe an, hast selber alle Kosten zu tragen. Das heißt, Steuern gehen ab, rechnen wir das mal hoch mit 50%. Klar, ist in der Praxis dann ein bisschen niedriger bei dir, aber rechnen wir einfach mal mit 50%. Bleiben uns am Ende noch 22,80 Euro übrig, was wirklich ein sehr, sehr guter Stundenlohn ist. Und wie gesagt, mit der Minute zum Zusammenbauen, wenn man sich beeilt, haben wir wahrscheinlich noch hochgerechnet. Also das wäre, wenn es wirklich so in der Praxis funktionieren würde, ein sehr, sehr guter Stundenlohn. Und gerade deshalb finde ich das schon sehr, sehr unrealistisch. Bei den anderen Modellen kann man noch mal ein bisschen mehr verdienen. Das wäre dann wahrscheinlich aber auch mehr Aufwand und so weiter. Wird sich allerdings im Großen und Ganzen für den Aufwand wahrscheinlich nicht viel geben. Also allerspätestens jetzt ist mein Interesse auf jeden Fall geweckt. Und ich möchte Heimarbeiter werden. Ich will von zu Hause aus Geld verdienen, mit Freunden, mit Familie arbeiten. Ich bin dabei. Lasst uns mal schauen, was die nächsten Schritte sind, damit wir uns bewerben. Ja, auf der nächsten Seite wird erstmal wieder eingeleitet, dass wir uns wirklich nur bewerben sollen, wenn wir wirklich, wirklich Interesse daran haben, Heimarbeiter zu werden. Und dass Heimarbeit Hamburg natürlich 80 Euro erstmal berechnen muss für den ganzen Aufwand, den sie davor haben. Ist natürlich auch vollkommen logisch. Die stellen die Website zur Verfügung und die müssen Telefon, E-Mail-Support irgendwie finanzieren. Kein Problem. 80 Euro vorab zahlen wir natürlich sehr, sehr gerne. Aber wie müssen wir jetzt vorgehen, um das Angebot hier wirklich anzunehmen? Schritt 1 ist dann erstmal, dass wir uns den Interessentenbogen runterladen, diesen ausfüllen und direkt zur Heimarbeit Hamburg schicken. Schritt 2 ist, dass wir natürlich die 80 Euro erstmal überweisen müssen, damit wir hier überhaupt anfangen können. Sonst geht nämlich Heimarbeit Hamburg pleite und dann können wir eben die Kugelschreiber für mehrere hundert Euro auch nicht mehr produzieren. Deswegen ist natürlich ganz klar, überweisen wir das Geld erstmal. Du siehst ja auch meinen Überweisungsbeleg. Ich habe das wirklich überwiesen. In der Hoffnung, dass ich jetzt wirklich endlich anfangen kann, Heimarbeiter zu werden. Und Schritt 3 lese ich jetzt nochmal 1:1 vor. Sie erhalten das komplette Startset, welches zur sofortigen Verwendung gedacht ist. Eine präzise Arbeitsanleitung, komplett schrittweise aufgebaut, spezielle Gebrauchsunterlagen, eine Heimarbeitsstudententabelle, haupt- und nebenberuflich ausgerichtet, inklusive komplett neu überarbeitetem Arbeitszeitvorschlag zum individuellen Gebrauch, sowie die schriftlich fixierten Gesamtübersicht der üblicherweise zu benutzenden Arbeitsmaterialien und eine Gliederung über die Art einer Tätigkeitsausübung, je nach gewählten Themenbereich. Also für mich mit diesem Startset klingt das danach, dass wir hier wahrscheinlich erstmal ein paar Kugelschreiber zugesendet bekommen, eine Anleitung, wie gehen wir genau vor. Wir werden die wahrscheinlich erstmal zusammenbauen, das Ganze testen und am Ende werden wir das Ganze wieder zur Heimarbeit Hamburg schicken. Die werden das kontrollieren und wenn die Kugelschreiber dann hoffentlich richtig zusammengebaut sind, dann können wir endlich starten und Heimarbeiter werden. Und besonders nett finde ich es hier auch nochmal, dass sie uns das komplette Startset wirklich kostenlos zur Verfügung stellen. Denn die 80 Euro Bearbeitungsgebühr beziehen sich natürlich nur auf den Support, das Bereitstellen der Website, das kostet ja auch monatlich und das Startset würde eigentlich auch nochmal einiges kosten, aber hey, damit wir für sie arbeiten, stellen sie uns das auch kostenlos zur Verfügung. Super nett, du hast ja schon gesehen, das Geld haben wir überwiesen, den Interessentenbogen haben wir auch schon ausgefüllt und natürlich auch schon abgeschickt. Wir gehen darauf nochmal ganz kurz ein, was muss hier ausgefüllt werden, wie viele Stunden wir ungefähr im Monat machen, hauptberuflich, nebenberuflich, Name, Vorname, Postleitzahl, Telefonnummer und so weiter. Welche Aufgaben wir dann auch wirklich erledigen wollen. Also sie gehen hier wirklich schon sehr, sehr genau drauf ein, um uns hoffentlich bald das entsprechende Material zu liefern. 2 Wochen sind vergangen und heute Morgen bekomme ich endlich eine E-Mail vom Sekretariat
von Heimarbeit. Und sie teilten mir mit, dass das startet, am Dienstag verschickt wurde und heute am Donnerstag spätestens ankommen sollte. Ich also total nervös, renne den ganzen Tag in der Wohnung auf und ab, bin mega aufgeregt, freue mich auf meine hochwertigen Kugelschreiber, dass die endlich kommen und fange so um 13, 14 Uhr langsam an zu zweifeln. Der Postbote war eigentlich schon da, das Paket ist immer noch nicht gekommen und ich werfe einfach mal einen Blick in meinen Briefkasten und finde hier tatsächlich Post von Heimarbeit Hamburg. Ja, ich bin mal davon ausgegangen, das ist jetzt hier die Anleitung und die Kugelschreiber kommen einfach noch später. War leider nicht so. Das hier ist mein Starter-Set. Und ich musste wirklich, als ich das Ding bekommen habe, ich musste wirklich lachen. Weil, also ich fand das so frech, was ich hier bekommen habe. Das Ganze ist einfach nur ein Block aus 8 Blättern und dafür habe ich jetzt 80 Euro Bearbeitungsgebühr bezahlt und ich will nicht wissen, wie viele Leute insgesamt 80 Euro Bearbeitungsgebühr bezahlt haben, um diesen Block hier zu bekommen. Wir werfen hier gleich mal einen Blick drüber. Ein paar Sachen werden wir überspringen, die nicht so relevant sind, die werde ich aber erwähnen. Und dann kannst du dich selber davon überzeugen, ob Heimarbeit Hamburg seriös ist oder nicht. Ich gebe da aus verschiedenen Gründen keine Meinung zu ab. Mach dir dein eigenes Bild darüber. Ich gebe dir hier lediglich die Informationen, die ich von der Zusammenarbeit habe. Aber ja, schauen wir es uns einfach mal an, was die uns hier Schönes zugeschickt haben. Seite 1 ist erstmal eine kleine Anleitung, was wir hier alles im Startset enthalten haben. Einmal eine Arbeitsanleitung, ein Heimarbeitsstundenplan, eine Gliederung über die Art einer Tätigkeitsausübung und eine Bewerbungsübersicht. Und wir sind einfach mal gespannt, ob da vielleicht sich zwischen den Blättern noch irgendwo ein Kugelschreiber aufhält. Schauen wir mal. Hier, als erstes bekommen wir hier mal den Interessentenbogen zurück. Vollkommen irrelevant, ersten zwei Seiten brauchen wir schon mal nicht. Und dann kommt es tatsächlich zum Startset. Bei der ersten Seite geht es darum, wie du dich für einen Heimarbeitsjob bewerben kannst. Wir bekommen hier also eine grobe Anleitung, wie wir uns bewerben können, haben hier auch ein Beispiel, wie so ein Anschreiben aussehen könnte. Ist alles jetzt irgendwie nicht ganz verkehrt, aber findet man auch alles im Internet und kann man sich mit ein bisschen logischem Menschenverstand auch erklären. Ich werde euch das jetzt nicht einblenden, einfach weil das quasi dieses Startset ist, was man nicht einfach so im Internet sehen kann. Deswegen weiß ich nicht, wie das jetzt rechtlich ist, ob ich Probleme bekommen kann, wenn ich euch das einblende. Deswegen vertraut einfach auf das, was ich euch hier erzähle. Als nächstes bekommen wir eine Arbeitsanleitung, wo wir auch ein paar Informationen bekommen, bei was für Firmen wir uns bewerben können. Also als kleines Beispiel bei Geschenkartikelfirmen, bei Multimediafirmen für CDs, bei Schreibwarengeschäften für Kugelschreiber. Und ja, auch das ist jetzt so aus dem Nichts schwierig zu sagen, ob es da wirklich einen Bedarf gibt. Ich kann mir allerdings nur schwer vorstellen, dass hier zum Beispiel Schreibwarengeschäfte wirklich Leute suchen, die das von zu Hause aus für sie machen. Glaube ich einfach nicht. Aber kann ich jetzt auch nicht beweisen, dass es nicht so ist. Ich halte es nur für etwas unwahrscheinlich. Okay, also hier wird im Großen und Ganzen einfach beraten. Es werden ein paar Tipps gegeben, wie man sich bewerben kann. Es wird hier noch eine Stundentabelle mitgeliefert, wo man eintragen kann, an welchem Tag man wie viele Stunden gearbeitet hat. Kann jeder im Prinzip mit Excel erstellen. Und zu guter Letzt bekommen wir nochmal ein Beispiel, wie zum Beispiel eine Anleitung zum Zusammenbauen aussehen könnte. Also zum großen Fazit zu Heimarbeit Hamburg. Wenn wir uns die Website mal etwas genauer anschauen, dann sehen wir auch, dass links oben zum Beispiel steht Beratungs- und Informationsverlag seit 1998. Das heißt, sie kommunizieren schon irgendwie, dass es bei dem Ganzen um Beratung geht und Information. Allerdings wird meiner Meinung nach ganz klar darauf abgespielt, dass die Leute denken sollen, wenn ich mich hier bewerbe, wenn ich meinen Interessentenbogen ausfülle, wenn ich diese 80 Euro bezahle, kann anfangen von zu Hause Geld zu verdienen. Und ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, wofür diese 80 Euro sein sollen. Für welchen Arbeitsaufwand nehmt ihr euch das Recht raus, 80 Euro zu verlangen? Klar, ihr verschickt das Ding, ihr schreibt zwei E-Mails, ihr macht hier dieses Startset, was immer dieselben Informationen sind, aber womit nehmt ihr euch das Recht, 80 Euro für ein paar nicht mal mittelmäßige Tipps zu verlangen? Ich rede hier nicht davon, dass das eindeutig Betrug oder Scam ist, aber es wird meiner Meinung nach eindeutig mit den Hoffnungen gespielt von den Menschen, die sich gerne etwas dazu verdienen wollen, die sich vielleicht mal einen schönen Urlaub buchen wollen, einfach mit etwas Geld, was man nebenbei verdient, oder mit irgendwelchen anderen Leuten, die sich halt einfach irgendwie Geld zusammensparen wollen, die irgendwie sich neue Sneaker kaufen wollen, keine Ahnung, irgendwas in dem Stil. Also mit diesen Leuten, mit der Hoffnung wird da einfach gespielt. Es wird ganz klar immer alles so ein bisschen schwammig ausgedrückt. Also wie gesagt, sie kommunizieren das zwar irgendwie so und auch beim letzten Schritt zur Bewerbung, wo es hieß, dass sie das Startset bekommen, ihr könnt da gerne nochmal zurückspringen, heißt es ja nicht, dass man ein Startset bekommt, womit man direkt loslegen kann,
aber es wird auch nicht gesagt, dass das einfach nur ein Block Papier ist, mit dem man im Prinzip nichts anfangen kann. Zusätzlich glaube ich nicht, dass man hier wirklich eine große Nachfrage hat in dem Markt und dass man mit Hilfe von diesem Bogen wirklich einen Job als Heimarbeiter findet. Und ich war wirklich schockiert, als ich diesen Fragebogen bekommen habe, weil ich das von der Art und Weise so dreist fand. Ich dachte wenigstens, ich bekomme irgendwie ein paar Kugelschreiber, die ich zusammenbauen darf, die ich wegschicken kann. Und dann wird geschrieben, hey, tut uns leid, deine Qualität der Arbeit war nicht gut genug. So, dann, das hätte wenigstens so ein bisschen Hand und Fuß gehabt, aber so ist das irgendwie, weiß nicht, da war, ich habe nicht viel erwartet, aber da war ich sogar enttäuscht. Also wie gesagt, ich sage also nicht, dass das Betrug ist, es wird ja schon irgendwo kommuniziert, also lies auf jeden Fall immer das Kleingedruckte. Mach dir immer Gedanken, wenn du irgendwas mit Geld verdienen im Internet siehst, ob das wirklich Sinn macht. Informier dich da wirklich ausführlich. Es gibt fast in jedem Bereich auch Leute, die dich da ehrlich beraten. Wir zum Beispiel beim Thema Amazon FBA gehen ja auch immer darauf ein, was es für Risiken gibt, dass man viel investieren muss. Dass das nicht für jedermann was ist, das ist einfach wichtig. Informier dich nicht nur bei denen, die sagen, hey, alles geil, werd super schnell reich, sondern informier dich auch bei der Gegenseite und mach dir am Ende des Tages dein eigenes Bild über die verschiedenen Themen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen und du kannst beim nächsten Mal, wenn du so etwas siehst, selber vielleicht ein bisschen besser diese Entscheidung treffen, ob du 80 Euro wohin überweist oder nicht. Für uns sind diese 80 Euro weg. Wir werden mal probieren, ob wir das irgendwie wieder zurückbekommen. Wenn nicht, Firmenausgabe, alles in Ordnung, können wir mit leben. Aber trotzdem sehr, sehr ärgerlich, weil wir am Ende des Tages 80 Euro bezahlt haben für nichts. Und gerade für Leute, wo vielleicht das Geld eh schon knapp ist, und das richtet sich ja gerade an Leute, wo das Geld schon knapp ist, für die ist das ja sehr, sehr schade. Und wie bei vielen Sachen finde ich es einfach schade, was hier genutzt wird, um schnell Geld zu verdienen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat und du vielleicht etwas Mitleid mit uns hast für die 80 verlorenen Euros, dann lass doch mal ein Like und ein Abo da für mehr solcher Videos. Wenn du selber ähnliche Seiten kennst, die dir versprechen, Geld zu verdienen, dann schreib das gerne mal in die Kommentare. Dann schauen wir uns das vielleicht beim nächsten Mal an. Wenn du Interesse an Dienstleistungen zum Thema Amazon FBA hast, schau gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort findest du alle Links. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Dein Sven Linsen von AMZ Bestseller. I might come back to life. The look in your eyes, start to see Frankenstein. I'm sad in love, I'm cut up, but no blood, so tempted to love. Who says, what's the drug? Tell me no.